Krass lecker. Krass lecker ist das Buch, was wir beide, die liebe Nicole Just und Nicole zusammen, geschrieben haben. Und der Titel verspricht genau das, was da drin ist. In ein paar Kategorien unterteilt und aus der 10-Minuten-Kategorie machst du heute was? Ein Baked Beans Toast mit Avocado und Mandelsauerrahmen. Ist eins meiner Lieblingsrezepte, also das esse ich wirklich oft. Und das hört sich grandios an. Ich weiß natürlich, wie es schmeckt. Ich habe es schon gegessen, aber ich freue mich heute tatsächlich auf das Video. Nicole, ich übergebe dir das Wort und du sag mir einfach, wenn ich was machen soll. Ansonsten stehe ich neben dir und guck dir einfach doof zu. Na, doof nicht, aber guckst einfach. Du kannst, glaube ich, auch ein bisschen helfen. Also Avocado, wir brauchen Avocado, wir brauchen Bohnen. Bohnen aus der Dose oder gerne auch... Moment. Stimmt, wir Nicole, brauchen die wir Uhr. Haben hier, ja, wir waren hier angeberischerweise... Ich gar nicht. Und haben gesagt, wir machen hier auf Zeit. Warte mal, zurücksetzen. Was ist das? 10 Minuten, wa? 10 Minuten. Also 10 Minuten Snacks. Das ist so dem Kapitel 10 Minuten Snacks. Und tatsächlich so ein Toast ist ein Snack. Genau. Ja, für zwischendurch. Ja. 10 Minuten. Ich halte hier in die Kamera. Und los geht's. Und dadurch, Nicole, na, kleine Challenge, ich helfe dir. Ja. Wäre doch nicht verkehrt, wenn man in 9 Minuten schafft. Schaffen wir. Ja. Ja. Let's fetz. Oh Gott. Okay, also, ich nehme dafür natürlich Bohnen aus der Dose, weil anders schafft man es nicht. Ihr könnt aber, das mache ich auch ganz oft zu Hause, ihr könnt sehr gerne einfach schon mal Bohnen vorkochen. Ja. Das mache ich immer einfach im großen Topf, Bohnen einweichen, Bohnen vorkochen. Und dann einfach einfrieren. Kennst du das? Ja. So Sachen, Linsen, Hülsen, also alle möglichen Hülsenfrüchte kann man einfach einfrieren. So, dann habe ich noch einen Zeitspartipp. Ich mache hier ganz gerne so Knoblauch, weißt du, da kann man sich ja lange dran aufhalten. Ich habe zu Hause, mal gucken, ob das mit deiner Reibe auch funktioniert. Ich habe auch so eine relativ scharfe Reibe. Ich schneide einfach das untere Stückchen ab und reibe die ganze Geschichte dann hier so drüber. Und wenn es eine scharfe Reibe ist, dann bleibt nur die Knoblauchschale übrig, die schützt gleichzeitig auch noch eure Finger. Hammer. Ne? Und man muss nicht erst anfangen, weil ich finde das immer, den Knoblauch und Zwiebeln poolen, ne? Finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Das dauert immer lange und dann tränen die Augen und man, weißt du, man fisselt sich da einen ab, deswegen mache ich das meistens so. Da fisselt man sich einen ab, ja? Ja, man fisselt sich einen ab. Also ich hasse sowas. Das sind so Sachen, die gebe ich gerne ab in der Küche. So, genau. Mal, so. Da ist jetzt, wenn da ein bisschen Schale mit reinfällt. Egal, das ist nicht so schlimm. So, jetzt kommt hier. Ansonsten hat Herr Fackelmann eine scharfe Reibe erstellt. Ja. So, ein ganz bisschen Öl und dann gebe ich das nur ganz kurz auf den Herd. Weißt du, dass der Knoblauch ganz kurz mal ein bisschen angeröstet wird? Ja. Dass wir gleich nicht ganz so dieses, weißt du, diesen dollen Knoblauchgeschmack haben, sondern so ein ganz leichtes Röstaroma, dann kommen schon die Bohnen dazu. Soll ich schon anmachen? Ja, mach gerne und an. Ich kümmere mich dann drum und rüber ein bisschen? Sehr gerne. Und ich kümmere mich um die Avocado. Und die, dann nehme ich jetzt, also ich nehme ganz gerne diese Hass-Avocado. Ne, die hasse ich auch. Ja, mit der geriffelten Schale. Ja. Ne? Da sieht man einerseits sehr schön, wann die reif ist, weil da sind Avocados ja immer so ein bisschen zickig. Ne? Also du denkst so die ganze Zeit, oh, sie ist noch hart und dann sind so 2 Stunden, in denen die Avocado reif ist und danach ist sie überreif. Ja. Und bei denen sieht man das immer ganz gut so, wenn die Schale dunkel wird, dann sind die reif. Vor allem in der Nähe von Äpfeln, also da reifen Avocados wirklich, da kannst du zugucken. So und ihr macht, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber im Rezept steht es dann, ihr macht, glaube ich, eine ganze Avocado, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ich mache jetzt einfach mal die halbe und schneide die in richtig schön hauchdünne Scheiben. Boah, alter Vater, das riecht schon total krass. Kurze Frage, Nicole. Weil wenn der so ganz leicht schon gelb geröstet ist, dann kannst du die Bohnen schon dazugeben. Ja, also, oh, alter, lecker. Ich würde mal ganz kurz hier mal reinhalten. Ich weiß nicht, dürfte man jetzt hier drin auf jeden Fall sehen. Also der ist wirklich so ganz, ganz leicht angeröstet. Ja, genau. Jetzt kommen die Bohnen dazu. Wie sieht es denn aus mit Toast? Ich habe hier einen Toaster zu stehen. Darf ich schon mal Toast vorbereiten? Oh, du darfst sehr gerne schon mal Toast vorbereiten. Ich mache das zu Hause auch ganz gerne im Toaster. Und ansonsten einfach, wenn ihr sowas nicht habt, einen Backofen.
Das geht natürlich auch so. Bohnen dazu. Jetzt habe ich hier so ungefähr einen Esslöffel Ketchup. Also wir machen jetzt da so eine richtig schöne Barbecue-Soße dazu. Und ein bisschen Barbecue-Soße, die ist jetzt gekauft. Es gibt aber im Buch in der Kategorie Basic-Rezepte auch eine Barbecue-Soße zum Selberkochen auf Vorrat. So, und dann sogar ein Sauerkirsch-Curry-Ketchup. Ja, von Alex. Super lecker. Also den durfte ich auch schon probieren. So, jetzt kommen wir ein bisschen Salz dran. Und weil ich das meistens esse ohne Kinder, wenn keine Kinder dabei sind, weil das so mein Snack ist, weißt du, mein Wohlfühlmoment, kommt hier jetzt noch ein richtig schöner Schwung Chipotle Chili, also so geräucherte Chiliflocken oder geräuchertes Chilipulver dazu. So, jetzt habe ich hier schon meine Avocado. Und sobald jetzt gleich die Toasts fertig sind, ist das ganze Gericht dann auch schon fertig. Also das sind jetzt schon die Barbecue-Beans. Was haben wir? Was steht auf der Uhr? Also wir haben noch keine 5 Minuten. Also ich denke, wir sind sehr gut. Vielleicht noch 2 Minuten zum Anrichten und dann haben wir es. Ja, wie gesagt, und sowas wie Hülsenfrüchte, also da greife ich echt gerne drauf zurück, dass ich die wirklich mal im großen Topf vorkoche. Und ich nehme da ganz gerne so einen Schnellkochtopf. Ja. Es gibt ja diese elektrischen Schnellkochtöpfe, wo man gar nicht so große Angst haben muss, wo man früher immer so Angst hatte, dass die irgendwie explodieren oder so. Weißt du, diese Horrorgeschichte. Ja. Die machst du einfach, die stellst du ein, die Dinger kochen da drin und dann hast du einfach so einen Topf Bohnen und kannst dir das einfach portionsweise wegfrieren und daraus dann alles Mögliche, sowas zum Beispiel machen oder auch mit Kichererbsen, weißt du, so ein Hummus. Ja. Alles, was man sich so vorstellen kann. Schnell einen Linseneintopf. So, ich probiere mal. Also die Schärfe kribbelt auf jeden Fall schön. Ich würde noch ein bisschen mehr Salz dran machen. Aber sonst. Ein bisschen mehr Salz oder ein bisschen mehr Salz? Ein bisschen mehr Salz oder ein bisschen mehr Salz. Die Schärfe kommt nach hinten raus. Ja, doch. Gerade bei diesen Chiliflocken muss man immer ein bisschen aufpassen. Ne? Die lösen sich erst so auf und dann die kleinen frechen kommt halt Dinger. Raus. Mhm. Habt ihr schon verstanden? Und dann klickt gleich der Toaster und ich habe hier schon mal ein schönes Brett. Ich glaube, wir können das ausmachen jetzt, ne? Oder ist schon? Nee. Das kannst du ausmachen, die schmecken gut. So. Aber hier die Toastbrotscheiben sind fertig. Kommt da jetzt noch irgendwas unten drunter? Margarine, Öl, irgendwas? Oder? Da kommt jetzt ein Mandelsauerrahmbezieher. Oh, das ist eine Gabel. Ich wollte einen Löffel. Eine Mandelcreme Fraiche. Die ist. Ich habe schon wieder eine Gabel gegriffen und ich gucke da die ganze Zeit. Guck mal, hier liegen doch Löffel. Nimm doch einfach den Löffel. So, das Rezept ist auch im Buch. Aber was ich auch ganz gerne mache, wenn ich das jetzt gerade mal nicht parat habe, ist einfach entweder so eine gekaufte Creme Fraiche, die gibt es jetzt auch in vegan im Supermarkt, da müsst ihr mal gucken in der Kühltheke, oder ein bisschen vegane Mayonnaise oder einfach einen Aufstrich, also was gerade so da ist. Hauptsache, weißt du, so ein bisschen was Cremiges. Ja, also habe ich noch nie probiert. Ein bisschen cremig. Die ist auch echt gut, muss ich wirklich sagen. Also, so, jetzt kommen da die Bohnen drauf. Ich mach das mal. Also, wie gesagt, für 8 Toasts. Jeder, das ist ja in unserem Buch immer für 2 Personen. Also, jeder bekommt dann 4 solcher Toasts und das. Das war ein Snack. Ja, komm, also man muss von dem. Für mich ist sowas, ich bin ja Mutter von 2 kleinen Kindern, da muss ich dann danach auch satt sein, weißt du? Ich bin Mutter von 3 Kindern. Ja, du kennst das noch, deine Kinder sind ja ein bisschen größer, die können jetzt mittlerweile auch schon mal 2 Minuten alleine spielen. Ja. Ja, mit 15, 17 und 22 ist das so. Genau. So, jetzt kommt hier einfach noch ein bisschen Avocado oben drauf. Also, Mensch, gut. Wo sind wir? Wir richten ja jetzt gerade nur noch. Wir haben jetzt auch noch ganz viel gequatscht. 7 ne? Minuten 40. Alle Dude, aber ich mache jetzt hier mal aus. Ja. Weil ich will dich hier mal so mitnehmen, wie schön du das hier machst. Also ich filme in unserer eigenen Kochshow. Ich mache sozusagen die Instagram. Second Screen machst du hier. Ja, wie auch immer. Ich habe dich nicht verstanden, aber das ist wieder. So. Komm mal um dich. Schau mal, und dann. Drumherum. Zum Schluss mache ich immer noch, wenn ich habe, so weißt du, so eine ganz kleine Kleinigkeit grün, also ein bisschen Koriander oder so ein bisschen Petersilie oder jetzt habe ich hier Kresse. So.
ganz kleinen, weißt du, so einen Hauch Salz obendrauf, weil die Avocado, die kann das noch ganz gut vertragen. Ja, das ist halt Kochen ist Leidenschaft, wa? Ja, das ist, komm, also da, wenn du dir das jetzt anguckst. Leckerchen. So, ein bisschen Kresse. Wir sind jetzt übrigens schon bei 8 Minuten 50. Aber guck mal, ja? Mit noch Quatschen zwischendurch. Lecker. Nee, wenn du mal so einen Löffel bevor du den Toast beißt, ist lecker. So, mein lieber Alex. Mhm. Ich würde sagen, 10 Minuten Snack haben wir auf jeden Fall die Challenge gewonnen. Das Rezept übrigens für den Sauerrahmen, was Nicole gerade erklärt hat, findet ihr auch. Das verlinke ich euch mal da oben. Und ich würde sagen, wir lassen uns das jetzt schmecken, wa? Ja. So, wir essen wieder vor der Kamera. Das ist immer. Ich verstecke mal mein Gesicht dabei hinter der Avocado. Lass sie schmecken. Hier stehen drei Kameras, also irgendeiner wird die schon kriegen. Das ist lecker. Liebe. Dankeschön. Ich danke dir. Danke für das leckere Essen. Macht es auf jeden Fall nach. Und weitere leckere Snack-Geschichten oder Rezepte. Oder auch längere. Also wir haben ja 10, 15 Minuten Rezepte. Mhm. 10 und 15 und 30 Minuten. Und Desserts und die 5 Minuten Basics. Alles im Buch und alles mit alltagstauglichen Rezepten. Und alles krass lecker. Ne? Alles, was man so, also findet man alles im Supermarkt oder im Bioladen, muss man sich nicht irgendwie noch was im Internet bestellen oder so. Alles da drin. Den Mantau. Ciao, ciao. Tschüss. Das ist voll lecker. Fertig. Ist auch geil, so dieses. So die warmen Bohnen, weißt du?